Jetzt haben wir in Python diese Funktionen oder Functions oder Befehle, mit denen wir bestimmte Dinge ausführen können. Also zum Beispiel haben wir den Befehl len. Und wenn wir da eine Liste haben mit 1, 2, 3, 4, 5 und führen den Befehl aus, bekommen wir die Länge dieser Liste, also eine 5. Jetzt gibt es von diesen Befehlen hier natürlich nur eine begrenzte Anzahl. Aber vielleicht bräuchten wir auch mal einen anderen Befehl, speziell für die Geochemie oder Kosmochemie. Und dann wäre es natürlich praktisch, wenn wir uns solche Befehle selbst bauen können. Und natürlich geht es. Und das nennt man dann Definitions. Das ist irgendwie falsch. Definitions. Und ich mache das hier mal als eine Überschrift. Und diese Definitions funktionieren wie folgt. Man braucht zunächst einen Befehl. Und dieser Befehl heißt def für Definitions. Und jetzt wissen wir, dass so eine Funktion oder so ein Befehl aus zwei Teilen besteht, aus dem Befehlsnamen und dann danach runde Klammern. Und in diesen runden Klammern sind dann auch noch Argumente drin. Also fangen wir mal einfach an. Wir wollen jetzt einen Befehl haben, der zu einer Zahl, die wir in den Befehl reinschreiben, eine 1 dazu zählt. Also einfach um 1 hochzählt. Das heißt, der Befehl, das Name wäre hier vielleicht ganz sinnvoll, plus 1. Und jetzt braucht das Ganze runde Klammern, wie immer. Und jetzt müssen wir noch diesen Befehl etwas mitteilen, ein Argument reinmachen, das nenne ich einfach mal a. Das wird jetzt gleich noch klar. Und dann hier wieder diesen Doppelpunkt, denn jetzt folgt, was dieser Befehl machen soll, dieser Plus-One-Befehl, den wir hier definieren. Also, neue Zeile bekommen automatisch einen Indent. Und jetzt soll das Ganze, also der Befehl soll machen, a plus 1. Und wenn ich das mal ausführe, dann passiert erstmal nichts, weil ich hier nur einen Befehl definiere, aber ich führe den Befehl nicht aus. Jetzt versuche ich den mal auszuführen. Also ich mache mal plus 1. Und jetzt hier hinten schreibe ich eine Zahl rein, 3 zum Beispiel. Und was hier passiert ist, dass diese 3 in diesem Befehl, also hier wird dann stehen, dass diese 3 ist gleich das a, dann wird zum a 1 dazugezählt. Jetzt führe ich das mal aus. Ich sehe nichts. Es ist schon was passiert, ich bekomme keine Fehlermeldung, aber ich sehe halt irgendwie nichts. Und zwar, was ich hier oben machen muss, ich muss den Wert, der hier ausgerechnet wird, muss ich auch noch ausgeben. Und deshalb muss ich hier hinschreiben, return. Jetzt kann ich auch nicht a hinschreiben, dann wird mir einfach nur a ausgegeben, sondern ich muss das Ergebnis dieser Rechnung noch in eine Variable schreiben, die ich mal res für result. Und dann return ich diese Variable res. Jetzt führe ich das Ganze aus, führe den Befehl nochmal aus und jetzt kommt 4 raus. Ich habe also hier meinen ersten eigenen Befehl geschrieben, in dem einfach zu einer bestimmten Zahl ein neues zugefügt wird. Also wenn ich jetzt hier hinschreibe 4, dann kommt 5 raus, wenn ich hier hinschreibe 42, dann kommt 43 raus und so weiter. Also ein sehr einfacher Befehl, aber er funktioniert. Das ist ja mal das Wichtigste. Jetzt möchte ich vielleicht einen zweiten Befehl haben, bei dem drei Zahlen zusammengezählt werden. Also ich definiere add three numbers. Nenne ich den einfach mal. Und Klammer auf. Und jetzt möchte ich in diesen Befehl drei Zahlen reingeben. Also eine Zahl 1, ich nenne das dann mal Z1, eine Zahl 2 und eine Zahl 3. Doppelpunkt. Bekomme ich automatisch den Indent hier, weil das jetzt alles hier zu diesem Befehl def dazu gehört, was ich hier mache. Und jetzt soll das Resultat sein, einfach die Addition dieser drei Zahlen, also Z1, Z2 und Z3. Und dann soll das Ganze ausgegeben werden, also Return Res. Führe ich es aus, passiert nichts, weil ich jetzt nichts anderes gemacht habe, als diesen Befehl überhaupt erstmal zu definieren in diesem Block. Ich gehe mal hier in eine neue Zelle, schreibe hier hin Add three numbers. Und schreibe dann hier rein 2, 4, 6. So, was sollte hier rauskommen? 12. Fülle es aus. Und jetzt hat irgendwas nicht funktioniert. Habe ich mich verschrieben? Ich glaube nicht. Habe ich das ausgeführt? Habe ich es? Fülle es nochmal aus. Oh, ja.
Das muss natürlich Plus sein, hier oben und nicht ein Komma. Ein paar haben es bestimmt schon gemerkt. So, führe ich das nochmal aus, führe ich das hier aus und jetzt kommt auch hier die 12 raus. Jetzt wollen wir mal noch eine sinnvolle Sache machen. Angenommen, wir wollen jetzt zwei Magmen mischen und haben die Konzentration von von den Magmen, zum Beispiel Siliziumkonzentration von den Magmen und die Menge, mit der die gemischt werden. Und die Formel dafür würde dann lauten, also ich schreibe es ein bisschen auf, also Silizium von Magma 1 soll haben 22,23, Silizium von Magma 2 soll haben 19,45. Also das hier ist jeweils Silizium in Gewichtsprozent, schreibe ich mal noch dahinter. Und jetzt soll Magma 1, ich schreibe einfach mal hin x, 1, der Modalbestand von Magma 1, soll sein, da könnte man sowas hinschreiben wie 60%, aber Prozent funktioniert natürlich nicht. Und eigentlich nehmen wir nicht 60%, sondern einfach nur Zahlen zwischen 0 und 1, also 0,6. Und die Formel lautet dann, Silizium 1, das jetzt von Magma 1, mal X1, das ist der Modalanteil von Magma 1, plus S2. Und jetzt bräuchten wir ja eigentlich den Modalbestand von Magma 2, den haben wir aber nicht. Aber wenn Magma 1 60% sind, dann sollte Magma 2 40% sein. Das heißt hier einfach 1 minus x1. Und das ist die Formel dafür. Und daraus wollen wir jetzt einen Befehl machen. Und ich mache mal hier vielleicht kurz eine neue Zelle. Und dieser Befehl sieht aus, also Definition. Jetzt sage ich einfach, nenne ich das mal Mix. Und was ich jetzt brauche, sind diese drei Variablen, also S1, oder ich sage mal einfach nur Element 1, also die Konzentration von einem Element, muss ja nicht Silizium sein, im Magma 1, Element 2 und dann noch X1, Doppelpunkt. Und dann kann ich im Grunde genommen diese Formel hier rein kopieren, sollte hier Element 1 hinschreiben und hier Element 2 hinschreiben. Also ich hätte das hier oben auch nochmal kurz ausführen können. Stand jetzt gerade auch S und nicht Silizium. Dann kommt hier eine Zahl raus. Dann können wir gleich testen, ob es auch stimmt. Und das ist auch schon das Ergebnis. Also ich könnte jetzt hier hinschreiben, res ist gleich und return res. Oder eigentlich brauche ich es gar nicht und ich kann direkt hier return hinschreiben, also das Ergebnis dieser Rechnung. Dann führe ich das aus, dann gehe ich nochmal eine neue Zelle, brauche ich nicht unbedingt immer, mache ich jetzt mal und dann schreibe ich hier hin Mix und dann hatte ich 22,23 für Element 1, dann 19,45 für Element 2 und dann 0,6. Jetzt führe ich das aus und ich bekomme natürlich das gleiche Ergebnis raus. Nur, dass ich jetzt nicht jedes Mal, also an der Stelle müsste ich, wenn ich das neu machen würde, müsste ich jetzt hier neue Zahlen hinschreiben und so weiter, was relativ mühselig ist, außerdem nicht besonders flexibel. Hier habe ich jetzt einen eigenen Befehl und kann hier einfach die Zahlen leicht ändern. Angenommen, das soll jetzt für ein 2 das 21 sein und schon kriege ich hier das neue Ergebnis raus. Und so lassen sich eigene Befehle und Funktionen schreiben, was natürlich ultra praktisch ist.